Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video zu WWE 2K19. Ja, das erste Video zu WWE 2K19 und wir haben direkt einen Gast dabei. Jan, hi. Hallo. Wir spielen John Cena gegen Randy Orton. Wir spielen John Cena und Randy Orton gegen Elias und wen auch immer. Habe ich mir jetzt gar nicht gemerkt, keine Ahnung. Ist egal, hier die Entrances. Ja, ich wollte einfach mal sehen, wie das Projekt bei euch ankommt. Ob euch das Projekt gefällt. Wenn ja, dann einfach mal eine Bewertung da lassen. Denn dann werde ich auch eine Karriere hier zu machen. Ja, das wäre irgendwie ganz cool. Deswegen wollte ich jetzt einfach mal so ein Testvideo machen, wie quasi das Projekt ankommt. Ich bin Randy Orton, Jan ist John Cena und wir kämpfen in einem Tornado Tag gegen, wie gesagt, unsere Gegner Elias und ich weiß nicht, wie der andere Typ war. Habe ich mir gar nicht mehr durchgelesen. Ja. Sehr interessant, wir haben die Gegner nicht selbst ausgewählt, die wurden ausgewählt vom Computer, also wir hätten uns da vielleicht ein bisschen bessere Gegner gegeben. Jan hat das Spiel gerade erst von mir geholt und beziehungsweise für dieses Video hier geholt, hat also überhaupt keine Erfahrung, ich habe schon ein bisschen gespielt, bin aber auch nicht der Beste. Ja, ich werde wahrscheinlich richtig hart abkacken. Ja, ich denke nicht. Also wir sind ja zu zweit beide im Ring wegen Tornado Tech, also ich kann dir auch das ein oder andere Mal helfen. Wie gesagt, noch als kleiner Tipp, was ich dir mitgeben kann, wenn du auf den rechten Stick drauf drückst, steht auf jeden Fall da, welchen Spieler dein Spieler in den Fokus nimmt. Also wenn du drauf drückst und da steht Elias, dann weißt du, okay, dein Spieler ist auf diesen Gegner fixiert. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich will dem Mike mal helfen und will jetzt nicht den Elias, sondern den anderen Typen angreifen, dann musst du den Namen oben switchen, sonst schlägst du immer den Falschen oder irgendwie daneben. Also nur mal hier für die kleinen Tipps. Ich werde auch ab und zu zwischendurch vielleicht mal Tipps geben. Wir haben gerade 2 Testmatches gemacht. Jan hat sich ja gar nicht so schlecht geschlagen, aber wie gesagt, also er ist ja noch ein kompletter Anfänger. Ja, mal gucken. Ich feiere die WWE ja eigentlich, also guck das selten, weil es halt echt immer nachts ist, aber wenn ich mal Zeit habe, kann ich mir das mal reinziehen, vielleicht wenn es mal bei Sky ist oder so, ja, und zocken tue ich das auch super gerne, also ja, wir schauen jetzt einfach mal rein, John Cena kommt, Jan ist am Start, Kamera habe ich übrigens heute keine angeschmissen, ich dachte mir, nee, das brauchen wir für dieses Projekt hier nicht, einfach im T-Shirt. Für dieses Video brauchen wir das hier auf jeden Fall nicht. Die Mütze, Leute, die habe ich. Die Mütze, was John Cena gerade auf hat, die habe ich hier. Das ist auf jeden Fall cool. Hätte ich euch jetzt gezeigt, wenn ich die Facecam angeschlossen hätte. Ist auf jeden Fall nice. War aber schon ein paar Videos auf jeden Fall mitgegeben. Kommen die nicht normalerweise viel, viel cooler raus? Ja, mit richtig geiler Mucke und so. Ist doch geil, Mucke. Achso, ich hab die Mucke gar nicht an. Ich höre nicht. Gut. Ja, das sieht so total langweilig gerade aus, einfach. Nicht nur die ist Fans Mucke. Und so. Ist Mucke, du hast die wahrscheinlich einfach nur ausgestellt. Aber es ist Mucke am Start. Guck mal, wie krass die hier reinkommen. Also. Ja. Auf jeden Fall nice. Ich bin gespannt, wie das Match ausgeht. Ich hoffe, es wird ein cooles Match und ja, wie gesagt, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr auch gerne kostenlos abonnieren und die Entrances von den Gegnern geben wir uns jetzt nicht, wir drücken einfach weiter und starten rein in das Match. So, dann legen wir direkt los und hoffen, dass es was Gutes wird. Also im normalen Spielmodus, also wenn ich alleine spiele oder halt mit einem Kumpel oder so, da habe ich unbegrenzte Kontermöglichkeiten angemacht. Deswegen bin ich das jetzt gar nicht gewohnt, dass ich nur begrenzt kontern kann. Ich finde das auch eigentlich recht lächerlich, dass man nur begrenzt kontern kann. Vor allem auch, weil dieses Rausrollen zählt ja auch als Kontern. Das finde ich ultra lächerlich. Aber naja, wir probieren es einfach mal und gucken mal, was wir reißen können. Er spielt erstmal Luftgitarre, den boxen wir erstmal zusammen. Lol. Hilfe! War Alter, hat er gekontert? Ich glaube schon, scheinbar. Ne? Jedenfalls habe ich die Kommentatoren auch an. Ich habe auch die Kommentatoren an, Leute. Also können wir für vielleicht zukünftige Videos mal reinschreiben, ob das scheiße ist. Aber ja, ich sehe leider nicht so, was bei euch abgeht.
Auf jeden Fall für Tornado Tech habe ich ausgestellt, dass man nach 10 Sekunden. Ich habe auf jeden Fall ausgestellt für Tornado Tech, dass man nach 10 Sekunden rein muss. Also man kann jetzt draußen bleiben, wie lange man will. Das spielt hier bei Tornado Tech keine Rolle. Ich sehe bloß nur meinen Spieler. Also wenn man auf einer Konsole zockt, dann sieht man immer alles, logischerweise. Und so sehe ich nur da meinen Spieler und deinen eigentlich gar nicht mehr. Ja, ich bumse den gerade hart. Ja, ja, das ist gut. Der Lebensbalken sagt zwar was anderes, aber... Ja, das... Oh, scheiße, der hat mich geblockt. Ja, auf jeden Fall ist das... Sehr interessant, was wir hier machen. Komm, Randy Orton, zack. Hauen wir ihn hier erstmal dagegen. Also ich mach den auf jeden Fall auch ganz gut. Das mit dem Blocken, das kriege ich einfach noch nicht hin. Ich finde das lächerlich, dass das nur begrenzt ist, aber naja. Weil ich konnte eigentlich immer ganz gut und naja, das ist voll doof. Ich habe auch Rope Break ausgemacht, also für dich nochmal, also Rope Break heißt Seil, wenn er beim Pinnen ans Seil kommt, dann bricht er ja mal ab, das habe ich jetzt ausgestellt. Das finde ich auch doof, weil der ganz oft am Seil ist. Allerdings pinnt er mich jetzt. Was macht meiner? Am Seil. Ich weiß nicht, du räumst, glaube ich, den Tisch gerade auf, ne? Du musst auf jeden Fall reinkommen, hier sind zwei bei mir gerade. Ja, warte. Kritisch. Der eine ist zu dir rausgekommen wieder. Ich weiß, aber wenn ihr beide reingeht, ist auch nicht... Viereck, ah, shit. Ich habe Viereck gedrückt, aber jetzt werde ich, glaube ich, gerade ein bisschen hart. Nee, ich boxe ihn, ich helfe dir. Ja, meiner steht da oben aber jetzt. Aber der andere ist da, Alter, jetzt macht er es trotzdem. Ich konnte dir nicht mehr helfen, jetzt war zu viel. Ja. Was macht der? Scheiße. Mein Konter lädt sich auch nicht mehr auf, habe ich so das Gefühl. Boah, Junge. Ist ganz langsam. Alter, ich hasse diesen Spaß. Wollen wir mal wechseln? Können wir. Wenn du das möchtest. Oder töte dann einfach. Dann. Ja, dann jetzt nimm den anderen, ja? Ja. Genau, du hast ihn angewählt, perfekt. Oh scheiße, ich hätte ihn gerade pinnen können. Ich habe auf jeden Fall meinen gefinished. Mal gucken, ob er sich befreit oder nicht. Zwei ja, und ich. Drei, wir haben's. Ach was? Ich habe ihm den Finisher gegeben. Pin. Yes! Ja, aber deiner war, hast du ja auch die Finisher gegeben? Nee, also meiner hat da schon ordentlich mehr Schaden bekommen durch den Finisher. Ich habe ihm vorgearbeitet. Crazy, auf jeden Fall noch ein Match. So, 79. Wir haben wieder nicht ausgewählt. Wir haben nicht ausgewählt, das ist ja das Ding. Ja. Also ich hätte da vielleicht auch andere ausgewählt. Alter, aber sie haben halt in der gleichen Gewichtsklasse ausgewählt, ne? Du bist Little Heavyweight und ich Heavyweight und dann wurde die Gegner in Little Heavyweight und Heavyweight ausgewählt. Ja, boxst ausgewählt. Du dich mal mit dem schwarzen... Connor. Ja, genau. Ja, mit seinem schwarzen Augen, Alter. Ja, schauen wir mal. Aber ich kann ihn gerne übernehmen, wenn du das möchtest. Obwohl der nur eine 72 hat, Leute. Leute, ihr müsst mir unbedingt aber sagen, das will ich unbedingt wissen, wenn das jemand von euch weiß, das habe ich noch nicht rausgefunden und auch irgendwie auch nicht gegoogelt, keine Ahnung, aber man kann ja so Paybacks machen, erstellen. Und mein Payback ist zum Beispiel Blackout, dass die ganze Halle kurz schwarz wird und ich dann direkt hinter dem stehe. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie man den auslöst. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Das ist auf jeden Fall doof, dass ich das nicht weiß. Weil das wäre voll cool eigentlich. Das ist eigentlich voll der coole Payback. Und es gibt ja auch andere noch Paybacks, aber ich weiß nicht, wie man die macht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall reinschreiben. Wir überspringen das Ganze. Das ist geil. Okay, dann wähle ich direkt den Connor an, falls er nicht schon angewählt ist. Doch, ist er. Ist er schon angewählt, also passt alles. Der Undertaker wird direkt gekontert, läuft ja, aber ich konnte direkt zurück, stark. Das Rausrollen von dir gerade eben, das kostet einen Konter-Ding, das ist so dumm eigentlich. Ja, aber... Der kommt auch zu mir, der will mich auch boxen, du musst mir unbedingt helfen. Ja. Jetzt bist du einfach rausgegangen und... Hilfe! Du kannst schon gegen zwei kämpfen, das, ich vertraue dir da. Ja. Ich will halt wieder den Connor, hast du ja auch gesagt, dass ich den nehmen soll. Ja, jetzt, wir tauschen später. Okay, dann bleibe ich mal kurz bei dem Typen. Jan kennt nichts, pinnt ihn direkt. Ja, ich dachte, dass man den auch mit Kreis so zieht und... Ja, wenn er steht. Ach so.
Und am Boden kannst du ihn ziehen, indem du L2, ach so, R2 drückst. Ja, genau. Und dann kannst du ihn am Boden ziehen. Geh doch dahin, du. Oh shit. Hat er daneben gehauen. Vollidiot. Kann man auch irgendwie ausweichen? Ohne Konter halt? Ich glaube nicht. Ne? Also sehr, sehr selten. Das ist, wenn du halt mal wegrennst im richtigen Moment. Kann ich jetzt außer mit Viereck noch anders Damage zufügen, wenn er jetzt am Boden liegt? Ja, X halt. Entweder X durch... Also mit X machst du ja Moves, habe ich ja gesagt. Mit X machst du ja Moves. Also so irgendwie hochheben oder so, wenn er steht. Oder am Boden halt irgendwas anderes. Du musst aber nochmal X drücken in der Situation. Ja, gut, das also ich mache eigentlich immer X-Spam und mit den Sticks in der Richtung lenken. Das ist immer so mein Motto bei solchen Aktionen. Renn, du Spaß. Ich hasse das, dass man nicht unbegrenzt kontern kann. Das ist so doof. Ich muss wegrennen. Ich sehe gar nicht, wie ich ihn gerade... Absolut. Ja, weil die Bande da ist. The Barricade, Alter, wow. Oh, aua. Komm, Undertaker, wir warten auf den Chokeslam, bitte. Oh, fuck. Ist direkt wieder kontern, das wäre gut. Kann ich aber nicht, er boxt mich. Ah, das ist crazy. Alter, ich hab diesen Connor, glaube ich, gleich weg. Komm, Undertaker, nein, er hat wieder gekontert. Nein, ich kann nicht kontern und er hat gekontert. Ich muss weg. Er hat mich richtig gekappt, ne? Das ist nicht gut. Ich hab grad Spaß. Das ist gut. Ich liege im Dreck. Ah. Guck mal, sein Live-Balken ist gleich einfach weg. Oh, Digga, hast du das gesehen? Ich werd verprügelt, Mann. Er haut mich in den Ring. Ja, egal, passt schon. Ich konnte schon noch irgendwann. Und ich hab'n Signature. Heißt der Chokeslam. Chokeslam. Ich kann ihn hier nicht pinnen, irgendwie. Ja, draußen kann man nicht pinnen. Nur im Ring. Soll ich wieder aber reinkommen? Musst du noch nicht. Wir haben nur 2 Sterne, also es war noch kein cooles Match. Das war nur einfach draufprügeln. Du kannst ihn noch gerne ein bisschen verprügeln, ja, und ein paar coole Sachen machen, aber am Ende können wir dann noch drinnen pinnen, aber das ist nicht so wichtig. Jetzt, die Undertaker, bitte! Oh mein Gott! Ey, komm, Batz, Junge! Da bin ich zurückgekommen, wir sparen uns den Finisher noch kurz auf. LOL, nein! Nein. Aua. Das war ein mieser Move. Er will mir einen Finisher geben, ich gehe aber raus. Jetzt hast du mal einen Konter-Move für verschwendet, aber das ist mir egal. Scheiße. Kriegst du gerade auf Fresse? Ne, er hat mich nur reingeschubst. Ah, hi. Oh, lol. Erstmal daneben geschlagen. Wenn du Hilfe brauchst, sag, ne? Ja, ne. Nicht, dass der dich jetzt gleich pinnt und du dich nicht befreien kannst. Also wenn er dich pinnt, auch direkt schreien, weil wenn ich das nicht direkt sehe, dann... Junge, du hast 2 Finisher, du hättest mir schon mal einen geben können. Ja, ich war die ganze Zeit außerhalb des Rings, da ging es nicht. Finisher geht draußen. Echt? Finisher geht draußen, du kannst nur nicht pinnen. Ja, aber jetzt gibst du ihm einen. Du musst jetzt das machen, was da ist. Also ich weiß nicht, was du... Hast du mit den Tasten oder nicht? Irgendwas mit... Kreisen. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Du musst die Kreise so drehen, dass deiner voll wird. Aber ist egal. Der andere geht gerade auf dich, weil ich am Boden liegt und... Ja, wir tauschen. Ich so ganz verstanden, was der von mir wollte. Der Typ gerade? Oder was? Oder das? Ja, Kreisen. Ja, ist egal, passt schon. Ich muss vielleicht kontern, weil ich werde gerade von ihm oh mein Gott. Er ist auf mich gesprungen. Ja. Ich krieg richtig auf Fresse. Du kriegst von ihm auf Fresse, ich hab den gerade voll gegeben. Ja, weil ich nicht kontern kann. Er hat mich direkt. Ich lag am Boden und er hat mich geboxt und ich kann irgendwie nicht mehr kontern. Ich komme nicht hoch. Jetzt habe ich ihn gekontert. Und jetzt gibt's direkt den Finisher. Oh, komm! Was passiert hier? Ich muss hier irgendwie was machen. Scheiße. Nicht den Bereich voll lassen.
Aufgabe. Dann ist vorbei. Ja, dann haben wir verloren. Du hättest nicht, was ich machen muss. Ja, nicht den Bereich voll lassen. Also ich weiß nicht mehr, ich habe das umgestellt auf ein anderes System. Also es gibt zwei Systeme und ich fand das irgendwie dumm. Ah, wir haben verloren. Schade. War ein crazy Kampf. Ich habe ihn jetzt am Ende nochmal den Finisher gedrückt. Ich habe auch nicht gerafft, dass der dich da wieder in diesem Würgegift quasi hat. Ich bin einfach hingerannt und versucht irgendwie drauf zu schlagen, aber dann war es schon vorbei. Einmal haben wir gewonnen, einmal die Gegner. Wie gesagt, wenn ihr eine Karriere sehen wollt, einfach mal eine Bewertung da lassen. Wenn ich sehe, es kommt wirklich sehr gut an, dann werde ich es machen. Wenn es nicht so gut ankommt, dann leider nicht. Dann wird es vielleicht ab und zu mal so eine Folge geben. Aber ja. Gut, das war's von dem Video. Schaut bei Jan vorbei, rechts oben am i. Und dann würde ich sagen, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.